Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir starten direkt rein in das Interview von Brad Garlinghouse mit Fox Business. Und er sitzt dort mit einer Reporterin, die letzte Woche, ich zeige sie euch einmal hier, vielleicht erinnert ihr euch an das Interview mit Gary Gensler. Da hat sie ihm sehr unbequeme Fragen gestellt zu Ethereum und sie ist definitiv richtig, richtig tough. Aber es geht heute vor allem um Brad Garlinghouse und das, was er erzählt. Und bevor es losgeht, hat er scheinbar mit Charlie Gasparino, jemandem, der sehr positiv auf Krypto zu sprechen ist, ein Reporter, der regelmäßig auch über Ripple und XRP redet und eigentlich auch immer sehr positiv spricht. Schaut euch mal an, wie Brad Garlinghouse ihn gleich ansieht und das gleich in der allerersten Sekunde, bevor das Interview eigentlich losgeht. Es wirkt so, als hätten die beiden irgendetwas miteinander besprochen, bevor es losgeht. Schaut euch das mal an. Habt ihr es gesehen, wie Brad so seine Lippen zusammenpresst? So einer auf, hey, wir haben den Fall gegen die SEC gewonnen, aber pscht, niemandem erzählen. Oder was meint ihr? Schreibt von unten rein. Activity joining us now on the set, CEO of leading enterprise blockchain company Ripple, Brad Garlinghouse. Yes, of course, Ripple related to XRP. Brad would know a thing or two about this along with Charlie Gasparino. I know nothing. He knows everything. I know nothing. What do you make of what Powell said? He kind of gave it to both sides. What did he say, though? Did he say anything? It's not entirely clear. By the way, I do want to start by just saying that I and the team at Ripple feel so strongly about, like, standing with the people of Ukraine, and I just want to put that out there. Sure. But my comment as I listen to some of the things I hear out of Washington is just I fear that there's a lack of knowledge. There's a lack of information about how crypto really works. And I think it does a disservice to responsible actors like Ripple who are working with governments, with sanctions. Pass auf, was er jetzt sagt. Everything that is enforced from a sanction point of view through fiat currency, anything that Ripple does is enforced in the same, exact same way. So there's no different level playing field. Level playing field, okay? Achtet darauf, Ripple benutzt dieses Wording schon die ganzen Jahre über. Level playing field. Und guckt euch mal an, die Biden-Administration redet auch sehr häufig darüber. Das letzte Mal jetzt im März, ja, am 2. März, we need level playing field with China. Ihr seht, wie das Wording relativ gleich gehalten wird und meiner Meinung nach sind das definitiv Zusammenhänge. Aber ihr könnt natürlich eure Meinung unten reinschreiben, können natürlich auch Zufälle sein, aber es ist schon sehr, sehr auffällig, dass sowohl der IMF und Christine Lagarde als eben auch damals Trump oder auch Biden immer wieder die Begrifflichkeit level playing field verwenden. Also sehr, sehr, sehr interessant. So, zurück zum Interview. Das ist enforced in the same, exact same way. So there's no different level playing field. And I think in some ways I heard Senator Warren saying things yesterday that felt like it's holding crypto to a different standard and expecting, for example, a blanket ban of all crypto in some of these countries in a way that, like, well, you can still use PayPal, you can still use these, you know, some of these other things, and I don't think we should treat them differently. Ripple is like Swift, isn't it? Yes, I mean, Ripple's starting point, kind of our first use case for the technology, the blockchain technology, right, and the digital asset XRP was to solve that cross-border payments problem. Right. Das ist nochmal ganz wichtig, weil viele glauben ja, Sarah, das Einzige, was Ripple macht. Also sie sagten gerade, das war das Erste. Der erste Use Case war nämlich das Thema grenzüberschreitende Zahlung. Und das ist natürlich auch das Herzstück von dem Ganzen. Aber ich habe euch das, glaube ich, schon mal gezeigt. Meiner Meinung nach werden früher oder später über den XRP-Ledger diverse Derivate, vielleicht sogar Immobilien und Aktien, alles tokenisiert und wahrscheinlich auf dem XRP-Ledger landen. Ich denke also, die Einsatzmöglichkeit für XRP ist deutlich vielseitiger und deutlich, deutlich größer, als viele glauben. Swift is quite antiquated, kind of designed 50 years ago. It's slow. It's expensive, but it is a choke point that the governments use to enforce sanctions. My point is, nothing that Ripple is doing circumvents any of that. So you're following the sanctions exactly? Like, for example, it's like, what, 8 banks, but a couple can still trade through it theoretically? Correct. The sanctions are applied through what I'll call the choke points, the on-ramps and off-ramps. That's true for Swift, that's true for Ripple. Regardless of the what I'll call just the plumbing of how things are moving, the choke points are the endpoints. So I think, you know, when Das ist vielleicht nochmal eine Frage an euch alle. Ihr erlebt ja gerade mit, dass in Russland die ganzen oder der gesamte Finanzsektor abgekoppelt wird von der restlichen Finanzwelt. Mich würde mal interessieren, begrüßt ihr die Möglichkeit, dass aus was für Gründen auch immer Staaten einfach so abgekoppelt werden können vom System? Oder glaubt ihr, dass ihr, egal aus was für Gründen, das ein zu krasser Einschnitt ist und dass das definitiv dezentral gestaltet sein sollte, dass eben keiner in der Lage ist, ein ganzes Land abzutrennen von dem Rest der Welt? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. When I step back and look at this, I think there is a lack of knowledge. I think people need to understand that crypto isn't this kind of black box. It's kind of back from when it was known as Silk Road. The industry has come a long way. So an oligarch, or let's just say Vladimir Putin, couldn't finance tanks through Bitcoin.
one of the things that people don't realize is there's just not enough liquidity. Yeah. Russia used to trade pre-sanctions $50 billion of cross-border transactions per day. Crypto does not have anywhere near that. So eine sehr spannende Aussage. Viele glauben ja immer, ey, wie geil wäre das, wenn die ganze Welt nur noch Krypto benutzt. Wenn allein Russland mit ihren 50 Milliarden Dollar Volumen am Tag, die verwendet werden, allein Krypto nutzen würde, würde das gesamte System zusammenbrechen. Und deshalb auch ganz, ganz wichtig immer dieses Thema On-Demand Liquidity, ODL. Es geht am Ende nicht nur um die Technicals. Es geht am Ende darum, liquide zu sein und Ländern auch wirklich das zu ermöglichen. Und deshalb muss auch der Wert von XRP deutlich höher sein als ein paar Cent. Denn wenn man 50 Milliarden Dollar von A nach B bewegen will, von einem Land ins andere Land, dann muss der XRP-Wert hoch sein, denn wenn man 1 Milliarde Dollar verschicken will, kann man nicht gleichzeitig 1 Milliarde XRP dazu aufbringen müssen, denn dann hat man wieder ein großes Problem und dann wäre XRP wiederum so knapp, dass man es wieder nicht lösen könnte. Also von daher dürft ihr ganz stark davon ausgehen, wenn XRP verwendet wird als Brückenwährung, dann muss der Wert extrem hoch sein, damit meinetwegen, um 1 Million zu bewegen, nur 1000 XRP nötig sind, weil ein XRP den Wert von 1000 Dollar hat, anstatt 1 Million XRP mit 1 Dollar bewegen zu müssen. Versteht ihr, was ich meine? Also sehr, sehr interessanter Gedankengang. Right, you know, look, in the same way that somebody could be taking wheelbarrows of rubles or the Ukrainian currency across to Poland and things, like, there are ways you could do that, but it's really not significantly dissimilar. Why are they so obsessed with it, then? It's, like, so weird. I think it's a kind of clickbait. It's, yeah. It's a hot item. I think people, it adds a relevance and excitement around. So they... Das glaube ich aber auch. Warum so viele Leute gegen Krypto schießen und Krypto immer diesen kriminellen Unterton irgendwie unterjubeln? Ich glaube, es geht wirklich nur darum, sich wichtig zu tun. Die Leute versuchen durch diese Angst wahrscheinlich irgendwie auf Klickzahlen zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte jedem, der sich ein bisschen mehr mit Kryptowährung beschäftigt, ganz schnell auffallen, dass es hier überhaupt nicht um Kriminalität geht. Und Geldwäsche oder irgendwelche Verbrechen werden immer begangen. Egal ob mit Gold, Silber, Rubel, Dollar, Yen oder eben Bitcoin. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das geht da einfach um die kriminelle Energie und die wird man egal mit welchem Medium nicht abschaffen können. I think people don't understand. Well, we had spoken to Gary Gensler of the Securities and Exchange Commission. I know you saw that interview because we were emailing afterward about it, but he specifically... Ja, klar habt ihr danach geschrieben. Ja. Sie hat wahrscheinlich die Fragen gefragt, die Brad ihr vorher gesagt hat. Also richtig cool, Fox Business und Ripple scheinen auf jeden Fall eine Einheit darzustellen. Und beide scheinen so ein Stück weit die SEC auf dem Kicker zu haben. Also falls ihr Englisch sprecht und das empfangen könnt, guckt euch auf jeden Fall mal regelmäßig diese Fox Business News an. Sehr, sehr spannend. Specifically tried to say that he wants to very much focus on what's a security and what is an actual token, a cryptocurrency. I feel like if that's the case and he's holding you to that standard, at some point he's going to have to go after Ether as well, because Ether and Ethereum das ist das Interview are nochmal. Those two very similar paths. Wie Gary anfängt zu schwitzen. Ripple, are they not? Look, I think that's absolutely true. I don't want to comment on what you know they should or shouldn't do. I think it, as it relates to Ethereum, my view is it's very clear Ethereum's a currency, it's very clear XRP is a currency, and that the SEC, I mean, he was interviewed yesterday. Jetzt passt auf, er wurde gestern interviewt. Brad redet darüber, dass also gestern Gary nochmal mit irgendjemandem gesprochen hat. Gary Gensler was, or maybe it was even this morning, and commented that, hey, we're gonna lose some cases. This is. Hey, wir verlieren einige Fälle. Wow, okay, ich spiele nochmal zurück, das war heftig, Freunde. Hey, we're gonna lose some cases. This is the definition of so you think regulation by enforcement. He was gonna lose. He thinks he's saying he's gonna lose your case. Come, Brad, sag jetzt. I don't know what he was saying. I think he's, but he did say, hey, we're gonna lose some, and we're okay with that. Okay, er sagt es natürlich leider nicht, aber ihr habt schon mitbekommen, Gary Gensler hat definitiv öffentlich bekannt gegeben, dass er einige Fälle verloren hat, welcher da nun zu zählt, hat er natürlich im Detail nicht gesagt. Wir dürfen aber spekulieren und hoffen, dass einer dieser Fälle Ripple war. Where are you on the case? So let's get an update. The quick update, on Monday was the last day of expert testimony, expert depositions, etc. And so the case continues to move forward. We're expecting some decisions from the court, you know, sooner rather than later, as it relates to a couple of decisions before the court. But look, it's moved slowly. I think Gary Gensler has continued to kind of go with a narrative that crypto is the Wild West. It's not the Wild West. Are there bad actors? Yes, there's bad actors in all parts. Well, of. Das habt ihr überall. Also man hat überall Verbrecher, man hat überall Scammer, man hat überall Leute, die sich nicht an Regeln halten. Also da gebe ich Brad 100%ig recht. Wir sind zwar
gefühlt noch so ein bisschen im Wild Wild West, aber das hat man eben eher, weil das alles neu ist und man viel ausprobieren kann und es nicht so wirklich viele Regeln gibt. Ich sag zwar selber manchmal scherzhalber, wir sind im Wild Wild Crypto West, damit meine ich aber eher die ganze Vielseitigkeit, vieles Neues, was man ausprobieren kann und nicht unbedingt diese kriminelle Ader. Bad actors in money laundering in US dollars. I found it fascinating from reading the documents for all the stuff they said about how bad it was that you did an unregistered securities. They never say anything bad about your platform. Why is that? The irony there is, like, we were in the SEC's offices. I met with Chairman Clayton. I was meeting with commissioners. No one ever once said, hey, we think XRP is a security. And they look backwards and say, now we think it's all a security. That's a hard argument. Please come back. Brad Garlinghouse of Ripple. Ja, schade, schon wieder vorbei, nur 5 Minuten lang das Interview, aber ihr habt es vielleicht am Ende nochmal mitbekommen, es sagte nochmal, Gasparino sagt nochmal zu ihm, Mensch, und ich höre immer so viel Schlechtes über XRP und Security und so weiter, aber niemand verliert ein schlechtes Wort über Ripple Labs als Company, ja, das sehe ich genauso, und Brad betont auch nochmal, er war regelmäßig bei der SEC und über Jahre hinweg haben sie niemals irgendwas kritisiert und dann plötzlich kommt auf einmal der Hammer. Also ich glaube, der Gewinner des Gerichtsprozesses sollte relativ zeitnah verkündet werden, er hat ja auch eben gesagt, er erwartet die Ergebnisse eher früher als später. Und ich persönlich gehe sehr stark davon aus, dass Ripple den Fall entweder durch das Urteil der Richterin gewinnt oder weil es eben vorzeitig ein Settlement gibt. Ja, das war's mit diesem kleinen zweiten Teil des heutigen Wochenreports. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das Ganze siehst. Schreib mir auch mal, ob du auch schon mal Level Playing Field irgendwo gehört oder gelesen hast. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Und bis bald. Ciao.